persönlich ein Highlight vom Automobilsalon 2019 steht da hinter mir. Es ist der Honda i und wie ihr seht, bin ich glaube nicht die Einzige, die den interessant findet. Es ist ein Prototyp von Honda, der aber 2020 ziemlich nah an diesem Prototyp, also in Serie, sollte auf den Markt kommen. Der Honda i schafft 200 km Reichweite, sollte etwa in 30 Minuten auch wieder vollgeladen sein und ist somit eigentlich das perfekte Auto für die Stadt. Die Preise des neuen Honda sind noch nicht bekannt. Ich habe munkelig gehört, etwas zwischen 30 bis 50.000 Schweizer Franken, aber das sind wirklich keine offiziellen Zahlen. Und noch um das typische Frauen- und Autoklischee zu bestätigen, ein bisschen herzig ist er ja schon auch.